Neuer Schwung für das Stadtentwicklungsgebiet Aspern. Im Wiener Wohnbauressort ist für das heurige Jahr der Sparstift angesetzt. Für den neuen Schwerpunkt Aspern reicht es aber allemal. Anfang dieser Woche wurde bestätigt, dass ein großer Teil der Wiener Wohnbauförderung nach Aspern fließen soll. Entstehen werden in einer ersten Etappe etwa 2200 Wohnungen. Bis 2030 sollen es dann 8500 Wohnungen für 20.000 Menschen sein. Und bis zu 20.000 Arbeitsplätze im Endausbau. Dann wird hier tatsächlich eine Stadt in der Stadt sein. Es ist ja eine Stadt, die in Wirklichkeit zweimal Eisenstadt entspricht von der Größe her. Das bedeutet 20.000 Menschen, 25.000 Menschen, die hier wohnen, 20.000, die hier arbeiten, wirtschaftlich ein ungeheures Potenzial. Damit gehört der Baustopp hier wegen fehlender Mittel der Vergangenheit an. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Seestadt nicht weiterhin zu den prioritären Projekten der Stadt gehört. Die Stadt wird weitergebaut werden und ich bin sicher, dass es auch in einer sehr, sehr guten Art und Weise erfolgen wird. Wir sollten einfach nicht typisch Wien sein und einfach nur jammern anfangen, schon in der Halbzeit. Wir sollten zunächst einmal dem Projekt die Chance geben, sich weiterzuentwickeln bis zum Schluss. Weniger schnell dürften die Betriebsansiedelungen passieren. Bemühungen, hier Unternehmen anzusiedeln, scheiterten bislang. Sieht man von einigen Projekten ab. Aber auch das soll sich absehbar ändern. Für das laufende Jahr rechnet Wien mit einer erneuten Steigerung bei internationalen Ansiedelungen. Wirtschaftsagenturchef Gerhard Hirtschi sagte, dass man auch das Stadtentwicklungsgebiet Aspern als Window of Opportunity sehe. Man sei hier bereits in Kontakt mit einigen größeren Unternehmen. Bis zu 1,25 Milliarden Euro sollen hier von den neuen Unternehmen investiert werden. Gut, stehen damit auch wieder die Chancen auf 8.000 neue Arbeitsplätze hier. Mit Aspern geht es insofern weiter, dass wir jetzt mit dem Sommer beginnen, das erste Immobilienprojekt, das Aspern IQ, zu errichten. Das soll ungefähr dann 14 Monate später, also im September nächsten Jahres, fertiggestellt sein. Ich bin auch zuversichtlich, dass die Wohnbauträgerprojekte noch heuer dieses Jahr starten. Was jetzt zum Beispiel auch gerade beginnt, ist eine Ausschreibung, um weitere private Investoren für die gewerblichen Nutzungen, für das sogenannte Innovationsquartier zu gewinnen. Fertig soll die neue Stadt bis 2028 sein. Und in 17 Jahren kann ja bekanntlich noch sehr viel passieren.